Ja, geblieben ist natürlich sehr viel, vor allem einfach die Erfahrung und das ist das Wertvolle. Und natürlich auch brutal viele Emotionen, wo mir einfach sicherlich im Sommer helfen werden, zum weiterhin hart trainieren und als Motivation dienen, wenn es mal nicht so läuft. Work hard in silence and let success be your noise. That's the motto I follow. I think very good finalist. Of course, your Austrian girl was excellent, like very great speech. Very ambitious. Es ist ja ein ganz besonderer Preis und es ist schön, dass sie so junge Athleten auch sehr wertschätzen. Also das hat man durchaus gemerkt. Es ist ein Riesenschritt für mich in meiner Karriere und ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich überhaupt nominiert bin. Und da war ich schon überglücklich und wo ich gesagt habe, dass ich im Finale bin, habe ich es überhaupt nicht mehr geglaubt. Also wirklich unbeschreiblich. Als Stipendium verwende ich dann definitiv für Trainingszwecke und alle Möglichkeiten, die mich dann für meine Zukunft weiterbringen. Next Olympics 2022, we're going to see those people participating and hopefully fighting for medals. So I think we have a very bright future.